Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pangonia. In der letzten Folge hatte ich mich so ein bisschen mal wieder in diesem Spiel verloren und vollkommen die Zeit vergessen. Wie ich immer wieder zu sagen pflege, es spricht für das Spiel. Man so vollkommen darin versinkt und alles um sich herum vergisst. Inklusive Let's Play, wenn man so ganz nebenbei bemerkt. Mann. Das ist schlimm, das ist nicht so, das ist nicht immer lustig. Auf mich nicht. So, okay. Konzentriert an die Sache rangehen ist vielleicht keine schlechte Idee. So, ich bin immer noch dabei, hier Bestandsaufnahme durchzuführen. Wir haben hier 10 Soldaten rum existieren. Wir haben hier 9 von den, ich kann es mir nicht merken, Waldläufern. Genau. So, da würde ich ganz gerne wenigstens noch einen weiteren Waldläufer dazu bekommen, wenn das irgendwie geht. Ich glaube, ich brauche insgesamt wenigstens 2, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mach das einfach mal. Fordern mal 2. So, das wäre jetzt die Seite gewesen. Und dann, ich meine, so viele Seiten habe ich ja hier nicht zu betreuen. Gott sei Dank. Dann haben wir hier mittlerweile 10 Soldaten existieren. Hier haben wir weitere 10 Soldaten existieren, was gut ist. Und wir haben hier 9 Waldläufer, glaube ich, gerade noch 2 sozusagen rekrutiert. Das heißt, wir wären dann hier so bald oder so schnell wie möglich dann auch auf Maximum. Dann haben wir hier Diebe. Jede Menge. Diebeslager. Ich gehe mal davon aus, dass hier wenigstens 2 Lager existieren, von der Menge der Diebe her gesehen, könnte das ganz gut passen. Wir sind aber auch noch irgendwo Banditen. Die müssten hier rum existieren. Genau, da haben wir 2 Banditenlager, also wenigstens 2. Es könnte sein, wenn ich mir so die Größe der Karte angucke, dass das so die letzten sind. Hoffe ich. Die endlich loswerden. Die nerven. So. 10 davon und 9 bis 10 davon, die habe ich mir eigentlich so geholt wegen den zu erwartenden Dieben, die hier glaube ich auch noch existieren irgendwo, meine ich zumindest, weil wir auch von der Ecke, genau, da ist noch ein Diebeslager, genau, dann können die nämlich schon mal hier, auch wenn die noch nicht vollzählig sind, ein bisschen rumpatrouillieren. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Hoffe ich. So, was ich auf jeden Fall aber noch brauche, was zu empfehlen wäre und was wohl jetzt auch geht, ist ein weiterer Wachturm. Hier so. Der lernen das nicht mehr. So. Ja, was denn jetzt? Na, also. Da sollen ebenfalls Soldaten rekrutiert werden. So, dass ich hier 10 habe, da 10 habe und hier halt noch meine schon in rumlaufenden Waldläufer. Scharlachblüten. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden? Achso, das sind die anderen Kollegen hier. Die wollen das mehr oder weniger haben. Und ich behaupte immer noch, es war hier mal die Möglichkeit, da einen Weg zu denen hinzu basteln. Man könnte ich immer noch, aber die hatten auch so Andockmöglichkeiten, aber diese Andockmöglichkeiten sind nicht mehr gegeben. Ich bin relativ sicher, dass das mal ging.
Ich weiß doch auch nicht. So. Ja. Okay, Soldaten. Da bräuchte ich noch 10 Soldaten, hatte ich gesagt. Habe ich noch genügend Leute oder muss ich da nochmal ran? Da habe ich nur noch 4 fortgeschrittene Soldaten. Das ist nicht so üppig. Veteranenwachen habe ich immerhin 8. Ich habe nicht genügend Rüstungen. Rüstungsschmiede, die ist noch ein bisschen näher dran. Dann soll die mal ran. Macht mal 10 Stück. Genügend Eisenbahnen sind vorhanden. Kohle wird produziert. Ich hoffe, dass die in ausreichender Zahl gegeben ist. So. Ich glaube, dann habe ich erstmal soweit alles, was ich machen musste. Wie sieht es hier mit den Handelsposten aus? Noch 2 und dann sind wir mit der Geschichte durch. Cool. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch anstellen können. Das Mausoleum soll wir fertigstellen und irgend so eine Statue soll dann noch fertiggestellt werden. Die benötigt Kupfer. Aha. Mhm. Okay. Wie sieht's denn mit Kupfer aus? Hab ich da Reserven? Ist da irgendwo Kupfer? Einen. Wurde mit dem ganzen Kupfer gemacht, habe ich die in Waffen umgemünzt. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas in diese Richtung in Auftrag gegeben habe. Waffenschmiede, ich habe doch nur die 3, ne? Der ist nicht aktiv. Der ist nicht aktiv. Wann ist denn mit dem Kupfer, das ich da gebaut habe, das ist damit passiert? Ist doch da irgendwie. Achso. Möglicherweise. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Auch irgendein Lager. Da ist Holz drin. Da ist auch Holz drin. Da wird Holz gelagert. Da wird Kohle gelagert. Fleisch. Das ist Kalkstein. Das ist Eisenerz, also noch einiges an Eisenerz da, das ist cool. Hier habe ich nochmal Kohle, Holz, Fackeln, Holz. Was ist denn mit dem Kupfer passiert? Hä? Bin ich mehr als verwirrt. Ich weiß genau, dass diese Kupferabbaustätte, da war doch nichts mehr. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Nun gut. Wir haben ja Möglichkeiten. Hier ist Kupfer, da ist Kupfer, hier ist Kalkstein, da ist Kohle. Es soll nicht daran scheitern. Moment mal eben. Bergwerk ist da. Kupferabbau kann. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich da einen Weg durchkriege. Eventuell hier so. Ist das Teil mal dahin? Kohle habe ich jetzt gemacht. Nicht blöd. Eine Frage. Kupfertagebau ist. Das ist aber jetzt richtig. Fokuspunkt hier hin. Und dann braucht er natürlich noch einen Weg. Soll er auch kriegen nach Möglichkeit. Das klappt wunderbar. So. Und um da sicher zu gehen, dass da nicht irgendwas passiert, was ich nicht will. Hier machen wir ein nettes kleines. Was ist denn los? Wieso kann ich hier kein Lager bauen? Macht mich fertig.
So, da soll eingelagert werden. Dinge aus dem Bergbau. Und das wären in dem Fall, wäre das Kupfer. So, dann schauen wir mal. Okay. Hier bin ich komplett. Hier bin ich immer noch nicht komplett. Das Teil ist noch im Bau. Hab ich. Vollkommen falsch. Mann. Abenteuergilde. Nein. Naja, ist egal. Jetzt habe ich es gemacht. Kann ich schaden, dann habe ich Reserve. Wollte eigentlich nur einnehmen, aber nun gut. Wie sieht es hier aus? Du machst mal noch so. Davon so 5 bis 10 und davon machen wir mal 5. So, dann ist sie auch beschäftigt. Die Lagergeschichte. Okay, warte, wie sieht das mit Wegen aus? Okay. So. Besser geht immer, aber. Geht. Ist in Ordnung. Genau, hier habe ich jetzt 10 Soldaten. Hier habe ich 10 Soldaten und hier habe ich. Warum immer nur 9? 10 in Auftrag gegeben. Ich meine, ich hätte auch eine entsprechende Leute da rekrutiert. Was läuft da falsch? Nein. Da. Hier ist sogar noch ein Waldläufer, der hier ein Däumchen dreht. Jetzt sind es 3. Was soll das? Das sind doch Waldläufer, ja. Hä? 10, 9. Also manchmal bei diesem Spiel steht man schon so ein bisschen daneben und fragt sich, warum. Okay, nun gut, dann ist das so. Wir haben hier ein Liebeslager. Wir gehen da mal mit geballter Kraft vor. Klickt da mal ganz kurz mal so einen Waldläufer an. Kampfstärke gegen Diebe, 100 Greifgegner an. Ja, besser geht's nicht. Dann würde ich die nämlich erstmal vorschicken. So. Ihr Lieben, wie ist es denn so mit euch? So, die können schon mal dahin. Dann kommen die als Unterstützung. Die anderen spare ich mir dann erstmal so auf, ne, dass die. Wie weit sind die? Oh, das kann man schon mal Dinge tun. So, okay. Dann schauen wir doch mal, was da passiert. Mit unseren Waldläufern und mit den Dieben und mit den Soldaten. Ja, ich vermute, hier ist noch ein weiteres. Lagen wir jetzt mal einen Augenblick mal. Welche Truppe habe ich jetzt losgeschickt? Die ganz offensichtlich nicht, weil die sind dann noch unterwegs. So, nur für den Fall kann ich das trotzdem ausschalten. Doch, das geht. Ja. So, hier geht der Kloppe schon los. Da kommen die Soldaten zur Unterstützung. Weil meine Leute, die sind so, ja, machen ihr Möglichstes. Aber so ein Waldläufer ist natürlich kein Soldat in dem Sinne, ne? Okay.
Oha. Ja, ich denke mal, ich setze die nächsten direkt ein. Doch besser ist das. Aha, okay. Also die kommen hier auf keinen Fall über dieses Gebirge drüber. Das geht nicht. Die müssen da einmal drum rumlaufen. Das war wahrscheinlich dann auch mit der Grund, warum die Wachen da gesagt haben, nee, also da klappt ja nicht mit dem Erweitern des Gebiets. Wie, was? Meine Soldaten konnten sich nicht durchsetzen? Da bin ich aber baff. Die 10 Minuten haben da nicht gereicht. Also insgesamt waren es ja 20, ne? Also 10 oder 9 Waldläufer. Und dann nochmal hier die Soldaten, die wir da losgeschickt haben. Das ist aber jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen, würde ich mal so behaupten wollen. Ob die jetzt hier sich durchsetzen können, ist die andere Frage. Oh, wo laufen die überhaupt? Hallo? Irgendwie habe ich irgendwas noch zerstört bekommen. Mein Diebeslager weniger. Sieht gut aus. Die ganzen Leute aufgerieben. Ach, herrje. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Wir brauchen mehr Wachtürme. Wir brauchen definitiv mehr Wachtürme. Okay, hier habe ich jetzt 7 Leute rumrennen mittlerweile wieder. Hier habe ich noch 10 oder schon 10? Habe ich mich da vertan? Mit dem Turm habe ich den irgendwie 2-mal losgeschickt? Bin leicht verwirrt. Okay. Kriege ich hier noch irgendwo einen Wachturm hin? Das sollte eigentlich kein Problem sein, das kriegen wir locker hin. Sag ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jugendlich hat er gesagt. Was gewitz wollt. Okay, wir gehen hier anders. Ich muss hier noch einen Wachturm hinsetzen. Ich brauche hier deutlich mehr Leute. Nope. Ja. Nach Möglichkeit die, weil alles andere ist da, glaube ich, vertane Liebesmüh. So, das heißt, da muss komplett neu besetzt werden. Hier bin ich komplett. Da fehlen mir 3 und da muss sowieso neu. Das wird heftig. Ich glaube, Moment. Hier ist nichts mehr. Nö. Komplett leer. Wie sieht's hier aus? Oh, alles klar. Dann, meine Freunde. Wie sieht's hier? 13. Keine Kohle. Nein. Auf jeden Fall 10. Auf jeden Fall 10. So. Erst einmal. Alles Posten. Oh, wir sind fertig. Achso, nee, passiert. Ja, wir haben keine Aufträge. Ja, wir sind damit fertig. Moment. Ich gucke später nach.
was ich auf jeden Fall machen kann. Ich werde schon wieder von einer Fliege angegriffen. Da könnte ich zunächst mal 10 Leute rekrutieren. Und auch hier gehe ich mal auf 10. So. Und dann schon mal weiter. Hier schon wieder ein Kohleabbaugebiet, das nichts mehr abbauen kann. Okay. Bin ich dazu? Die Straße hat auch weiter keine Bedeutung mehr, dann kann die weg. Hier aus, da brauche ich auf jeden Fall noch Leute. Okay. Oh, was ist hier passiert? Oha. Es hat da ein paar Diebe erwischt. Das ist cool. Das erklärt, warum hier Leute fehlen. Das heißt, ich muss erstmal mein Personal hier, mein Kampfpersonal wieder aufstocken. Da bin ich dran. Okay, so, wir sind hier. Oh, 85% haben wir erfüllt. Ist nicht schon mal schön. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist diese Statue? Das Mausoleum, da habe ich schon was gefunden. Da war irgendwo was. Die Frage ist jetzt, wo war das? Irgendwo hatte ich das gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Das Lager. Das so weit außen oder war das schon etwas weiter drinnen in unserem Gebiet hier? Das weiß ich nicht. Ja. Okay, Aufgaben für weitere Folgen. Ich werde mal offscreen gucken, ob ich da was finde, was so in diese Richtung geht, so mit Mausoleum und hast du nicht gesehen, und Kupferstruktur. Das werden dann so die nächsten Aufgaben sein, neben der Geschichte mit Dieben und Banditen, nach wie vor. Aber alles erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Freut mich sehr, dass ihr mich nach wie vor begleitet. Wenn sich das Ganze auch hier etwas zäher hinzieht, oh, wie sag ich immer, es ist, wie es ist, dann müssen wir durch, hilft alles nichts. Macht's gut, bis bald.